Hallo und herzlich willkommen zum Let's Show Dogkickers. Ja, was kann man über Dogkickers sagen? Das ist ein, ja, man müsste das rein theoretischerweise eher in die Strategiespielkategorie stellen. Aber das ist nicht so ein klassisches Strategiespiel, wie man es erkennt, mit Basenbau und irgendwelche Einheiten hin und her schicken. Also man schickt Einheiten schon hin und her, aber es ist halt nicht so, dass man irgendwelche Einheiten baut. So, schauen wir uns erstmal kurz an, um was das hier so geht. So. Man hat hier oben zum Beispiel, da sieht man schon mein Level, das ist Level 16, da sieht man hier dieses Rooster. Da sieht man meine einzelnen Polizeibeamten sind das hier, also man spielt eine SWAT-Einheit. Und ja, man hat hier seine einzelnen Soldaten, die kann man irgendwie ausrüsten. Die haben auch unterschiedliche Werte, wie man hier sieht. Ja. Und man hat hier diese unterschiedlichen Klassen, einmal diesen Pointman, das ist einfach ein Typ mit einer Pistole, der ist halt, ja, nicht gerade die schwerste Ausrüstung, die ist aber relativ mobil und beweglich und auch relativ schnell. Und ist eigentlich dafür gedacht, sag ich mal, Räume schnell quasi zu säubern. Weil der, sag mal, mit seiner Pistole ziemlich mobil ist, er kann schneller zielen und anlegen als mit einem Sturmgewehr oder sonst irgendwelchen Sachen. Und ja, können wir uns mal gucken, wir können hier mehrere Pistolen freischalten. Ich habe jetzt auch allerdings, ich glaube, ich bisher bis zwei Pistolen freigeschaltet. Man hat am Anfang diese Glock 17, die schießt zwar relativ schnell, hat viel Munition drin, macht aber eher weniger Schaden und ist auch nicht, naja, die genaueste Pistole. Dann habe ich noch freigeschaltet, ja, einmal diese, die war, glaube ich, relativ günstig, die braucht aber 15 Sterne. Die hat halt einen Schalldämpfer, hat eigentlich einen ordentlichen Schaden hier, Quatsch. Hat die hier? Doch. Ich sehe gerade, dass sie eigentlich fast dieselben Werte haben. Außer, dass die 10 Schuss hat und die hat 12 Schuss im Magazin. Okay, gut. Jedenfalls, die haben einen Schalldämpfer drauf. Die machen eigentlich ziemlich gut Schaden für eine Pistole. Sind auch genau. Und das ist eigentlich relativ wichtig, ja. So, was können wir noch in der Klasse einstellen? Man hat hier noch unterschiedliche, ja, ballistische Westen. Am Anfang hat man bloß die hier. Die ist ja eigentlich die leichteste Weste, die es gibt. Ich habe mir aber noch die schwerste Weste hier freigeschaltet. Aber allerdings nur für die Schildklasse benutze ich die und ansonsten ab und zu mal für die Assault-Klasse. Und dann hat man noch hier, ja, die Ausrüstung Gegenstände. Das ist Flashbang, ganz normal. Dieses Dinger, das, ich dachte erst, das ist eine HE-Granate, aber das Ding schießt nur diese, wenn man es kennt, aus, glaube ich, SWAT 4 hatte man auch so diese Granate, diese Gummibälle anstatt Splitter verschießt. Und die stunt halt nur kurz irgendwelche Leute, also das ist ein bisschen, denke mal, größere Reichweite als die Flashbang, aber ich bevorzuge irgendwie Flashbang, weil die Stinger irgendwie nicht so, na genau. Ja, dann hat man noch die ganz normale Türladung. Da ist halt der Sinn dahinter, wenn halt hinter der Tür direkt sich irgendjemand befindet, dann kann man den damit entweder umbringen oder halt dann, je nachdem wie weit er entfernt steht, dann ist hier einfach diese Pickpistole. Und ja, die ist natürlich klar, was die macht, die öffnet Türen schneller als wenn man keinen hat, so. Und diesen Taser. Taser kennt man auch, damit kann man jemanden stunnen. Aber allerdings weiß ich noch nicht, was Ding eigentlich für einen Sinn so wirklich hatte, weil wenn man die Ding ausgerüstet hat, kann man damit quasi langsamer anlegen und schießen als mit einer Pistole so. Naja. Also es gibt hier irgendwelche Missionen, das sind unbewaffnete Leute, die könnte man höchstens damit tasern. Weil diese unbewaffneten Leute sind dafür da, die rennen halt durch die Map. Und wenn man entdeckt wird, fangen die an, Beweise kaputt zu machen. Und das will man natürlich verhindern und denke mal dazu ist dann der Taser da. Jungs. So. Gehen wir mal weiter. Assault-Klasse hat. Achso, wir haben diese Support hier, haben wir noch nicht gezeigt. Hier, da hat man am Anfang diese Spionen, also Spycam, sag ich es mal. Damit kann man unter Türen durchgucken und quasi sehen, was sich dahinter befindet. Das ist eigentlich ziemlich wichtig, das Ding. Und kennt man eigentlich auch schon aus den jeweiligen SWAT-Spielen. So, dann hat man noch diesen Hammer. Habe ich bisher noch nicht freigeschaltet, weil der kann Türen schneller einschlagen als, glaub, am Anfang noch. Also jeder hat so ein Brecheisen. Oder halt einfach, der tritt dann die Tür einfach so ein. Dauert halt ein bisschen lange. Mit dem Hammer kann man halt schon mal mit dem Schlag machen. Ist aber nicht, finde ich, so krass wichtig. Also Spycam, also man kann ja durchtauschen mit denen. Muss ja nicht jeder eine Spycam haben und, naja. Dieser Boltcutter ist eigentlich ganz wichtig. Weil es gibt hier nämlich auch, so eine, ja, was sind das, so eine Gittertüren oder irgendwelche mit Schloss, ja, wie sagt man hier, Padlocks and Open Fence Gate, also so eine, wie heißt das, so eine Gittertür halt. Die sind halt teilweise verschlossen und hiermit kriegt man die schneller auf, so. Und dann hat man noch das Breaching Kit. Das Breaching Kit hat sowohl diesen Hammer als auch den Bolt Cutter drin.
Ist aber allerdings natürlich schwerer, wie man hier sieht. So, gut, was hat der Assault noch? Der hat dieselbe Rüstung, also diese Pistole-Rüstung und eigentlich bleibt alles immer gleich. Nur das Assault hat halt noch Sturmgewehre. Man sieht, jemand hat eigentlich eine relativ gute Auswahl an Sturmgewehren. Geht von Maschinenpistolen bis über irgendwelche Sturmgewehre, über sonstige Dinge. Je nachdem, auf welcher quasi Entfernung man denn kämpft. Der Assault ist eigentlich hauptsächlich wirklich da auf lange Entfernungen quasi zu kämpfen. Ansonsten ist der halt langsamer und ist, sag mal, um die Räume zu stürmen, nicht ganz so gut, weil sehen die lange Waffe, also das kann ich nachher im Spiel nochmal zeigen, wenn jemand, sag mal, zu nah um eine Kurve geht, dann kann er natürlich, sag mal, seine Waffe nicht hochhalten, weil kein Platz da vorne ist. Das muss man im Spiel auch beachten, aber das sehen wir gleich. So, dann gibt es noch den Breacher. Der Breacher trägt Schrotflinten und diese Schrotflinten können auch quasi Türen aufschießen. Also ja, nicht mal so verkehrt. Ja, die Schrotflinten sind eigentlich ja relativ gut, um ja, also sind etwas langsamer als die Pistolen, aber irgendwie ein bisschen besser als die Sturmgewehre auf kurzer und mittlerer Entfernung. Und naja, ansonsten der Breacher, ja, hauptsächlich die Schrotflinte, um halt Türen schnell aufzumachen. Und das war eigentlich so. Dann haben wir noch die Stealth-Klasse. Die Stealth-Klasse hat eigentlich dieselben Waffen wie der Assaulter, nur dass er quasi, okay, er hat ein paar Waffen weniger, ich sehe gerade, der hat zum Beispiel das M4 nicht, also er hat ein paar Waffen weniger, wie ich gerade sehe, hat aber, sag mal, von den Waffen, die er hat, sind eigentlich deckungsgleich, glaube ich, mit fast deckungsgleich, sag ich jetzt mal, wie der Assaulter, nur dass der halt Strom, Schalldämpfer drauf hat. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Was der für einen Sinn macht, dieses ganze Stealth-Gedöns, das können wir auch noch später im Spiel sehen. Und ich zeige nochmal kurz die Shield-Klasse. Ja, was ist das Schild? Ist eigentlich, ja, ein Schild. So. Und der hat nur eine Pistole zur Auswahl. Also natürlich mehrere Pistolen jetzt zur Auswahl. Da kann man einen Taser nehmen, sehe ich gerade, okay. Macht aber nichts. Dann hat er das Schild, kann auch noch keine Rüstung tragen. Denke mal, einfach nur um seine Mobilität zu erhöhen. Kann man machen, dann muss man aber sehen, dass das Schild nicht von der Seite beschossen wird oder von hinten. Ansonsten kriegt er nämlich ein Problem. So, dann hat man noch die unterschiedlichen Arten von Schilde, je nachdem, wie quasi die Gegner sind. Ich sehe gerade diese 3A, die A-Schilde, die halten keinen Sturmgewehrstand. Allerdings die anderen schon, ja. Und dann gibt es halt das Schild. Wartet. Ich sehe gerade, ich habe ja nicht das coolste Schild freischaltet. Cool, der eigentlich mal. Und kann ich ja machen, so jetzt schalte ich mal das dickste Schild hier. Das hält Sturmgewehre stand. Und hat aber den Nachteil, dass man da ein sehr geringes Sichtfeld hat. Man sieht das ja unten hier. Field of View ist bei manchen. Ist hier höher. Protection Area. Hat man hier so ein hohes Field of View? Okay. Das ist bei denen geringer, ist ja komisch. Na gut. Jedenfalls ist das aber halt am Protection Arc. Achso, das ist aber der Bereich, in dem es schützt, ist geringer als bei den anderen. Aber dafür. Das ist eigentlich das Beste, wirklich, wie es scheint, war, aber das hält halt. Kein Sturmgewehrstand. Nein, macht nicht. Gut, das ist halt das Einzige, was er kann. Pistolen, Schilde tragen und halt eine Rüstung oder eventuell auch keine Rüstung, je nachdem, wie man da Bock drauf hat. So. Achso, man kann ja noch skillen. Man hat ja die Einzelne, also kann den Pointman, den Assaulter und die Shotgun kann man skillen. Der Stealthmann und das Schild, glaube ich, kann gehen. Oder gilt das nur für die jeweiligen Waffen? Ich schätze mal, das gilt nur für die jeweiligen Waffen, nicht für die Klassen, ja. Wie man hier sieht, Pistolen halt voll geskillt. Ja, was gibt es da so für Skills? Also sind natürlich alle passive Skills. Man hat hier zum Beispiel die Genauigkeit auf kurze Entfernung. Ach ne, das ist Aiming Speed, also die Geschwindigkeit, mit der er quasi zielt, ist quasi verringert. Oder er sagt erhöht, also er kann schneller anlegen und treffen.
Das erhöht die Präzision. Das ist dann halt, dass er schneller die Pistole ausrüsten kann. Ne, Quatsch, nicht ausrüsten, sondern... Ja, der kann schneller auch anlegen. So, was hat man noch? Bisschen auf höhere Entfernung die Genauigkeit zum Beispiel. Double Taps, das heißt zu Deutsch sind das Doubletten. Also er feuert schnell zwei Schüsse ab. Dann gibt es noch das Ding, was hier Mosambik heißt. Das ist halt diese Doubletten. Das gibt's in Deutschland gibt es halt auch. Das heißt dann nennt man irgendwie Body Body Head. Sagt der Name schon, zwei Treffer in den Körper. Und der dritte dann in den Kopf. So, dann gibt es noch Center Access Relock. Zum Beispiel gibt es hier noch. Wer das nicht kennt oder und wer schon mal Splinter Cell gesehen hat, den Anschlag, den die bei Splinter Cell machen, also diese Agenten, das ist quasi das hier. Das ist halt für kurze Entfernung. Ist das quasi ein Anschlag, also die Art und Weise, wie man die Waffe hält, das nennt sich halt Center Access Relock. So, was hat man hier so für schöne Sachen? Ansonsten eigentlich dasselbe, man kann hier schneller vom Sturmgewehr auf die Pistole wechseln, man hat auf kurze, nee, auf Mittelentfernung mehr Geschwindigkeit, dann hat man halt, wenn man aus der Deckung schießt, bessere Genauigkeit, dann mehr Entfernung, mehr Genauigkeit auf Entfernung, dann kann man noch durch die Deckung besser durchschießen. Und das ist zum Beispiel wichtig für die Stealth-Klasse. Das macht nämlich, dass wenn der Gegner einen nicht gesehen hat, dann schießen die, also die Polizeileute, also meine Leute in dem Fall, erst wenn sie quasi entdeckt werden sind. So kann man zum Beispiel erst seine Mannschaft positionieren, sag mal, sagen, ja, du schießt auf den und kann dann mit einem Tastendruck dann quasi mehrere Leute dann ausschalten. Das funktioniert so ähnlich wie, wie heißt das Spiel, dieses Ghost Recon, heißt das Advanced Warfare oder so? Ja, das ist halt das neue Ghost Recon, was rauskam, hat so ein bisschen ein COD-Abklatsch war meiner Meinung nach, aber halt, da funktioniert das auch so, dass man irgendwie halt sagt, ja, du schießt, oder du nimmst den vor, du nimmst den vor und sag mal, wenn ich schieße, dann schießen alle anderen auch erst und dann werden quasi gleichzeitig mehrere Leute quasi abgeschossen. So, warte mal noch, die Schrotflinten-Skills habe ich noch nicht voll gemacht, weil ich muss ehrlich sagen, die benutze ich relativ selten. Also man kann immer ein Budget dabei haben, also man muss nicht fünf Leute mit der Schrotflinte dabei haben, das macht nicht unbedingt Sinn. Damit, okay, da gibt es hier so, ja, schneller schießen auf mittlere und lange Entfernung, dann schneller schießen allgemein mit Schrott finden. Dann gibt es noch, ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass man mit einem Schuss quasi eine Tür öffnet. Ansonsten braucht man, glaube ich, immer zwei. Dann kann man hier schneller nachladen und dann gibt es auch diesen Center Access Relock, also auf kurze Entfernung besser schießen. So, gut, okay. Dann gucken wir uns mal an, was man hier für Möglichkeiten hat. Ich gehe erstmal hier, man hat einen Editor, man kann sich dann ein Level selber stellen. Mods gibt es irgendwie auch. Die ganze hat Steam Workshop Integration. Ansonsten gibt es hier noch ein kurzes Tutorial, aber das wird minimaler. Aber wie gesagt, die Steuerung ist nicht so komplex. Aber das, was man hat, reicht eigentlich aus, bis auf einen Punkt. Was mir noch, sag mal, was mir noch ein bisschen gefehlt hat, ist, wer das Spiel Frozen Synapse kennt. Das ist eigentlich fast dieselbe Steuerung. Was mir allerdings noch fehlt, ist, dass man untereinander so, sag mal, Aktionen synchronisieren kann. Das heißt, dass der eine erst zum nächsten Wegpunkt macht, wenn der andere zum Beispiel den und den Wegpunkt erreicht hat. Also man kann mit Go-Codes arbeiten, das heißt ja, das kennt man aus Rainbow Six, die alten Teile, zum Beispiel Radiant Shield oder so. Da ist es ja auch, ihr wartet dann, weiß nicht, an Punkt XY, bis man sagt hier Alpha und dann gehen alle los, die denselben Go-Code oder auf denselben Go-Code warten. Nein, okay, aber das sind jetzt wiederum andere Spieler. So. Dann gucken wir uns mal an, man hat hier so eine kleine Single-Player-Mission, also ja, Single-Missions heißt das hier. Da sieht man schon, man kann jede Mission mit 3 Sternen maximal abschließen, je nachdem, wie man denn abgeschnitten hat, dann kann man noch in jeder Mission, glaube ich, gibt es die Möglichkeit, also man kriegt einen extra Punkt, wenn man die Mission quasi mit einem einzelnen Plan abschließt. Das werden wir aber gleich sehen, wenn ich mal eine Mission mache. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die Mission mit nur einem zu erledigen und dann gibt es noch die Möglichkeit, die Mission in einer, also unterhalb einer gewissen Zeit zu schaffen. So, und ich werde mal kurz, das ist eine ganz simple Mission,
Alle Terroristen erledigen, 4 Leute. Machen wir mal. So. Hier sehen wir schon unsere 2 Leute. Die kann ich, im Normalfall kann ich immer aussuchen, was die für Ausrüstung haben. Aber da das allerdings eine kleine Mission ist, haben die jetzt entschieden, bei der Mission nimmt man einfach 2 Pointments. Das reicht allerdings auch aus für die Mission und das werde ich mal kurz zeigen. Also man sieht schon, man klickt den an. Oh, jetzt habe ich schon gestartet, macht auch nichts. Achso, ich werde mal nochmal neu starten. Also man sieht schon. Wenn man Leertaste drückt, kann man pausieren und kommt man hier in diesen Planungsmodus. Und ich kann jetzt die Route, die der gehen soll, kann ich quasi wie nachzeichnen. Und der rennt dann auch wirklich da lang, wo ich überall quasi mehr oder weniger lang zeichne. Also wenn ich jetzt hier mich 3-mal im Kreis bewege, dann rennt der auch wirklich 3-mal im Kreis. So, gut, okay. So soll er aber nicht rennen. Und ich sage zu dem erstmal, der geht hier rüber, stellt sich so an die Tür, benutzt dann seine Spycam. Ach nee, in dem Fall, ich probiere die Mission auch mit einem Plan nur abzuschließen. Also, das heißt, der Wegpunkt kommt weg. Wir machen das so, dass er sich da so ranstellt. Machen wir so. Auf Alpha wartet. Dann wirft er eine Flashbang hier in den Raum. Der wird da warten, der andere. Wartet ebenfalls auf Alpha. Wirft dann ebenfalls eine Flashbang. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch. Wo ist denn manchmal, finde ich diesen Cursor nicht. Man muss nämlich den Cursor suchen, wo die Flashbang ist. Ach so, da ist okay. Mal gucken, ob das so funktioniert. Im Normalfall gehe ich ja davon aus, dass die Tür dann auf ist. Weil er halt ja schon macht. Probieren wir mal. Jedenfalls erwischt dann die Flashbang. Und dann gehen die quasi so in den Raum. So, jeder nimmt eine Ecke. So. Probieren wir mal. Kann man sehen, dass das mit der Flashbang jetzt nicht funktioniert, aber wir werden mal sehen. Okay, das hat nicht funktioniert mit der Flashbang. Aber wir haben es trotzdem geschafft, die Mission. Allerdings war ich etwas zu langsam. Probieren wir mal einfach nochmal. So, Wegpunkt weg. Und ich denke mal, ich werde einfach ohne Go-Code arbeiten. Und zwar sofort, wenn der ankommt. Ach. So nicht. Immer auf die Tür klicken. Dann die Flashbang auswählen. So. 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 Du stellst dich da hin. Und gehst sofort mit rein. So. Probieren wir mal. Okay, das war komisch. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich glaube, nochmal kurz. Oh. Welche Mission hatten wir die? Das war ein bisschen verwirrend. So. 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 Oh. Vergesst immer, die Tür anzuklicken. Okay. Dann geht er drin. Ah. Du? Hallo? Okay, überlage ich mich gerade ganz komisch mit diesen Wegpunkten. So. 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 Dann kommst du, gehst an die Tür. Wahrscheinlich muss ich erst warten. Vielleicht muss ich das umgedreht machen. Ich denke, man muss das umgedreht machen. Der kommt zuerst an. Wirft die Flashbang. Und in der Zeit, wer er das ausrüstet und so, stellt er sich da und geht dann so rein. So, achso, mit der Rechtsklick kann ich hier immer gucken, wenn die den Wegpunkt erreicht haben, gucken sie jetzt in der Richtung oder in der Richtung. Das ist natürlich wichtig, weil wenn er jetzt um die Ecke kommt und nach links guckt, dann beachtet er die nicht. Deswegen mache ich das, dass er am Anfang erstmal quasi geradezu in den Raum reinguckt und dann danach erst in die Ecke. Im Normalfall hat er ja den Überraschungsmoment, von daher sollte das auch funktionieren. So. Oh, ist das nicht zu früh? Nee, halt andersrum. Der soll ja hier rüber gehen.
Jetzt ist ja mal mein Wegpunkt schon gleich. Manchmal ist es wirklich komisch. Du sollst dann rüber hin und dann da. Du machst dann eine Flashbang und gehst dann da. Manchmal ist es komisch. Machen wir einfach mal. Scheiß auf, was das rauskommt. So. Das war innerhalb von 6 Sekunden. Keiner ist gestorben. Und ja, okay. Dafür jetzt 3 Sterne kastiert und so sollte es laufen. So. Gut, man hat noch die Möglichkeit, eine Kampagne zu spielen. Man sieht es hier, man hat 5 Stück zur Auswahl. Man kann sich allerdings irgendwie Kampagnen runterladen. Das gibt es auch. Wie gesagt, Workshop ist alle drin. Und wir können ja mal eine Kampagne neu beginnen. So, die hier. Ach ne. Zuerst kann ich die? Hier, oder? Restart Campaign, okay. Das machen wir mal. Man hat die Möglichkeit, eine ganz normale Kampagne zu machen. Wenn man verkackt, kann man neu starten. Wenn einer stirbt, kann man neu starten. Und alles so weit. Achso, wir fertig noch nicht erzählt haben, wir diese Officers, die man hat, die können auch ein bisschen aufleveln. Für jedes Level steigt ein Stat von denen steigt an. Sie werden halt, mit jedem Rang werden sie natürlich besser. So. Dann, so, und wenn der aber in der Kampagne stirbt, dann ist der auch tot. Außer man startet die Mission neu und lässt ihn dann halt überleben. Ansonsten, wenn man diese Single Missions macht, dann können die ruhig sterben, da passiert nichts. Das ist mehr oder weniger wie so ein Training für die Kampagne. Ist natürlich dann schade, wenn man ihn hochgelevelt hat wie Sau. Und ich bevorzuge so eine Spiele eigentlich immer auf diesen Iron Man Mode zu zocken. Das besagt, dass ich eine Mission nicht neu starten kann. Das heißt, wenn ich eine Mission starte, egal was passiert, wie das Ergebnis ist, ich kann es nicht rückgängig machen. Finde ich eigentlich viel cooler bei solchen Spielen. Denke mal, das werde ich jetzt auch machen. Und ja, wir werden mal starten. Ab geht da. Erste Mission. Eine vermisste Person finden. Man sieht's, das Ziel ist jetzt, die Geisel muss überleben oder gerettet werden. Und optional muss man alle Terroristen töten. So, was wissen wir von Informationen? Wir haben sehen, dass mindestens 3 Gegner sich hier befinden, aber noch maximal 4 mehr sein können. Das ist halt random, das wissen wir nicht, kann so sein, muss aber nicht. Und es befindet sich eine Geisel. So, ab geht er. So, hier sieht man es, man kann jetzt hier auswählen, welcher quasi Polizist eingesetzt wird. Ich habe jetzt hier die ganz normalen, die ersten 4 werden immer automatisch ausgewählt. Und wir können auch jetzt auswählen, welche Ausrüstung Wärme drin hat. So, ich werde die Sache jetzt langsam angehen. Das ist eine enge Map. Das heißt also für mich, die sind bei mir alle quasi wie ein Pointman ausgerüstet. So, genau. Dann, die Mission werde ich jetzt nicht so machen, dass ich erstmal komplett durchplane, sondern da werde ich langsam vorgehen. Das kann man nämlich auch machen. Dann werde ich erstmal die Spycam benutzen. Da sieht man schon, hier in der Küche befinden sich 2. Und hier sehen wir nicht, ob da jemand um die Ecke ist, aber könnte sein. Damit muss man rechnen. So, wir haben jetzt den Vorteil, die beiden haben uns noch nicht gesehen. Wenn ich die angucke, sehe ich auch, was die für Waffen tragen. Das ist natürlich wichtig. Die tragen beide Revolver 38er Spezial, das ist ein ziemlich kleines Kaliber. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Schild habe, weiß ich, alles klar, das Ding schlägt nicht durch Schilder. Aber ich habe kein Schild, brauche ich auch nicht, weil ich hier mehr oder weniger den Überraschungsmoment benutze. So, dann stellen wir schon mal 2 Leute hier hin. Die machen folgendes, wenn ich jetzt hier die Tür aufmache, dann werden die beide die Typen da sehen, die in der Küche stehen und denke ich mal, werden die zeitgleich weghauen. So, jetzt werde ich erstmal die Tür knacken. Könnte natürlich auch eine Türladung anlegen. Mache ich aber nicht. Und ich werde jetzt sagen, der macht die Tür auf. Man sieht schon, die sind unerkannt, das heißt, die schießen noch nicht. Ich werde die mal kurz wegmachen. Mal gucken. So, jetzt könnte ich FF drücken und dann fangen sie an zu schießen. So. Die haben jetzt zwar geschrien, aber trotzdem bin ich noch unentdeckt. So. Dann kann ich schon mal Folgendes machen. Ich werde mich mal ein bisschen so anschleichen. Gucken, ob das klappt. Aus der Küche heraus. Okay. Jetzt könnten wir noch hoffen, dass um der Ecke hier niemand ist.
muss man natürlich auch immer drauf achten. Ach so, bei dem Pointman geht's jetzt. Also kann jetzt hier relativ nah an die Ecke vorbeigehen, ohne dass der seine Waffe aus Platzgründen runternehmen muss. Darauf muss man als Assaulter nämlich immer achten. Ja, sehr schön. Läuft ja schon mal halt sehr gut. So, ich werde die mal kurz absichern lassen hier. So, schauen wir uns mal an, ob im Badezimmer, da sieht man schon, der ist tot. Also, ja, man, Nameless Tuck. Der hat eine MAC-10 Maschinenpistole, ja, ziemlich kleine Kaliber, also nicht so gefährlich. So, dann gucken wir mal noch, was hier in dem Raum drin ist. Also, wir haben noch den Überraschungsmoment. Das, der sieht uns nicht, der sieht uns allerdings aber. Könnte sein, dass in dem Raum einer drin ist. Okay. Planen wir mal unser Vorgehen. Ich werde erstmal, der bleibt da, der geht erstmal ein bisschen zur Seite. Ich werde das so machen. Du gehst mal auch zur Seite. Wenn er jetzt die Tür aufmacht, kann er sofort auf den schießen, der da steht. Der kann auch ein bisschen zur Seite, wenn er Platz hat. Hat er, okay. Und der wirft eine Flashbang erstmal in den Raum. So. Machen wir mal den Planungsmodus an. So, wie gesagt, du öffnest die Tür. Bam. Du fängst an zu ballern. Machen wir das erstmal so. Wurde das schon entdeckt? Nö, eigentlich nicht. Okay. Na, halt, wie auch immer. Dann wirst du mal eine Flashbang in den Raum werfen. Und wenn das erledigt ist, werden die anderen in den Raum reinstürmen. So, du kannst sofort schießen. Und du kannst jetzt sofort in den Raum reingehen. Okay. Ziemlich einfache Mission, kann man eigentlich nicht für falsch machen. Und ja, wie gesagt, er kann jetzt nicht neu starten, also muss das Ergebnis, wie auch immer das quasi verlaufen ist, muss er akzeptieren. Ist aber perfekt gelaufen. Da ist also keiner ist verwundet worden, keiner ist tot und sonst irgendwas. So. Dann machen wir noch die nächste Mission. Das ist eine Geiselbefreiung. Wieder mal. Also davor hieß es eigentlich Geiselbefreiung, war aber keine Geisel vorhanden. Was kann passieren? Wenn in der Kampagne ist, außerhalb der Kampagne, wenn man diese Single Missions macht, ist eigentlich, wenn es heißt, da ist eine Geisel, dann ist es auch immer eine Geisel. Gut, okay. Schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Wir haben also diesen Laden. Wir wissen schon, dass sich hier zwei Geiseln befindet, weil der schon in die Richtung guckt. Das ist also gut. Dann sehen wir hier, es gibt etwas weitläufigeres Gebiet. Das heißt also, ich werde mal zwei Assaulter mitnehmen. Da. Die haben eine dicke Rüstung, die haben eine M4. Könnte ich das eventuell mit einem Stealth probieren? Gute Frage. Ich glaube, so schnell sind die nicht. Oder? Probiert mal mit Stealth. Habe ich denn, wie viele Punkte habe ich denn? Ja, würde ich gerne mal ein Sturmgewehr freischalten. Habe ich aber leider nicht, was ein bisschen mehr Accuracy hat. Was haben wir denn hier? Ein bisschen mehr was für Entferner. Kann mir allerdings nur das Ding leisten. Na, scheiß auf Stealth. Wir machen mit einfach mit Assault und so. Gut, dann. Ne, noch nicht. Du stellst dich dann schon mal da auf. Und der andere stellt sich schon mal da auf. So, dann gehst du an die Tür. Und guckst mal nach, was wir denn so drin haben. Der kann ja am Fenster bleiben. So, was haben wir denn? Die zwei bewachen die Tür. Ah, jetzt. Ansonsten gucken eigentlich auch fast alle weg. Also ich könnte jetzt, wenn ich einen Stealth-Mann habe, hätte ich den jetzt hier ans Fenster bringen können und durchs Fenster auf die schießen können. Jetzt habe ich allerdings keinen Stealth-Mann. Ist auch weiter nicht so tragisch. Kann der eigentlich durchs Fenster eine Flashbang werfen? Kann er sogar. Das ist gut zu wissen. So, dann gucken wir mal. Die Tür ist schon offen. Er braucht sie quasi nur eintreten. So, welche Leute können uns denn zum Verhängnis werden?
Der ist relativ weit weg, hat aber allerdings auch einen AK-47. Der ist also ein bisschen unser Problem. Der hat eine MAC-10-Maschinenpistole. Ist nicht so wild, das ist eine Geisel. Wir wissen, dass hier eine Geisel drin ist. Und ansonsten noch irgendwelche, die schwer bewaffnet sind. Der hat einen 38er Spezial, das ist nicht so krass. Der hat eine MAC-10, okay, alles klar. Er ist also unser Problemkind, weil er hat die dickste Wumme. Naja, komm schon. Bleib ruhig. So, also wird der mal probieren. Durchs Fenster kann er soweit werfen. Die drei hier zu stunnen. So. Dann macht das mal. So, Flashbang kommt. Du trittst dann schon mal die Tür ein. Und ballerst schon mal rum. In der Zeit sind die eigentlich geflasht. Kannst du immer ans Fenster an. Und du kannst mal irgendwie in die Tür reingehen. Alles klar, das lief schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir uns natürlich noch beeilen, dass wir quasi die anderen Geiseln noch beschützen sollen. Du gehst schon mal rein in den Raum. Gehst nach unten. Der mit der Knarre, ja, geht mal mit. Oh. Mit rein. Bisschen im Zickzack. Und bereitet sich schon mal hier an der Tür vor. Kann er eigentlich durchs Fenster gehen? Er kann leider nicht durchs Fenster gehen. Du gehst mal hier mit und bereitest dich schon mal auf die Tür hier unten vor. So, okay, da. Oh, dann man sieht es auch schon. Die Gegner kommen. Auch ihnen entgegen. Das habe ich schon mal so ein bisschen herausgefunden. Es gibt quasi. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Kannst du den wegknallen? Kann er machen. Okay, der konnte die noch gerade so retten. Dann geh du schon mal rein und. Muss ich natürlich aufpassen, was mit denen. Du gehst mal da oben und checkst mal den Raum ab. So, ihr beide macht das, was ihr unten solltet. Oh. Okay, das war's schon. Ja. Dann mal gucken wir, was haben wir hier noch? Die Mission ist direkt von auch schon mal gemacht, also die Kampagne erst direkt schon mal gespielt ein bisschen. Die Mission ist ein bisschen schwerer, weil es ein bisschen weitläufiger. Und man sieht, man hat hier auch zwei Punkte, wo man eindringen kann. Man hat hier mehrere. So, man hat hier. Ich sehe auch gerade, dass die. Also die verwundet sind, die sind natürlich in der nächsten Mission auch noch verwundet, also. Die heilen erstmal ein bisschen langsamer, also man muss halt. Und vor allen Dingen ist auch, wenn einer hier stirbt, dann ist der Platz quasi weg. Da kommt kein, während der Kampagne kommt da kein neuer. Deswegen muss man natürlich aufpassen, dass eben nicht so viele wegsterben. Aber gut. Ich denke mal, wir haben erstmal genug gesehen von dem Spiel. Laut Entwickler soll ein Multiplayer sowohl Koop als auch gegeneinander kommen. Allerdings weiß ich nicht wann. Ansonsten, was kann man noch sagen über das Spiel? Eine Tablet-Version soll es wohl geben. Da habe ich mich jetzt aber noch nicht weiter drüber informiert, wie die aussieht. Ansonsten. Oh, ich habe einen Skillpunkt bekommen. Nehmen wir denn? Einfach mal schneller schießen mit der Schrotflinte, ist ja mal gut. So. Ja, ansonsten. Ja, geh mal kurz in den Editor rein, dass wir den auch mal sehen haben, wie der aussieht. Der ist eigentlich relativ simpel gehalten. Wer da Bock drauf hat, kann sich da seine eigene Mission machen. Also man sieht es, oh, man sieht schon, im Editor ist jetzt die letzte Mission, die ich quasi gemacht habe und könnte jetzt sagen, neue Mission. Kann ich jetzt aussuchen, welche Art von Mission es sein soll, von Geiselfreiung über Bombenentschärfung. Das habe ich noch nie gemacht, Bombenentschärfung. Aber das macht nichts, dann kann man noch einstellen. Den Timer, wie lange man mit der Mission sich Zeit lassen darf, bis man nicht mehr 3 Sterne kriegt, dann kann ich noch einstellen, dass man vorher nicht weiß, wo Geiseln sind oder sonst irgendwelche Sachen. Dann kann man noch die Challenges einstellen. Noch irgendwas. Dann kann ich einstellen, wie viele Geiseln bekannt sind oder wie viele Gegner bekannt sind da. Dann kann ich die Hürde-Map einstellen und alles sowas, bla bla. Und dann kann man hier irgendwelche Dinge einstellen, wie diese Badewanne. So. Die muss natürlich auch mit Rohren verbunden werden zu der Toilette. So, das finde ich da, dass der Terrorist hier auf Toilette geht, dass er dann in die Badewanne läuft. So. Okay. Mission fertig. Sehr schön. Ja, dann denke ich mal,
bisschen noch einen Schatten, so ein bisschen Ambiente schaffen. Was ist das eigentlich? Eine Flugzeugtoilette. Eine Mission im Flugzeug habe ich noch nicht gehabt. Auf dem Boot, ja, aber im Flugzeug noch nicht. Okay. Staubsauger, so. Jetzt haben wir genug gesehen. Bei Steam, was kostet das? 13 Euro? Weiß ich nicht. Erstmal nicht so wichtig. Wäre irgendwie so ein Dreh, jedenfalls kostet das bei Steam. Und ich denke mal, es ist ein ganz cooles Spiel. Erinnert mich von der Steuerung sehr an Frozen Synapse. Wer Frozen Synapse nicht kennt, ist von der Steuerung genauso, nur dass man quasi keine Echtzeitfunktion hat, so wirklich, sondern man kann nur planen. Das ist eigentlich ein reines PvP-Spiel, also man plant seinen Zug, drückt dann auf Start und der Gegner, also die zwei Züge laufen immer parallel ab. Ein Zug dauert dann irgendwie, weiß ich nicht, 10 Sekunden oder so. Aber ich glaube, ich sollte jetzt nicht über Frozen Synapse reden, sondern über Donkey Kong. Aber ich denke mal, wir haben ihn noch gesehen. Und ja, dann bedanke ich mich für Zusehen. Ich weiß nicht, ein richtiges Let's Play dazu machen. Ah, kann man aber. Ich denke mal, so ein kleines Let's Show oder so ist dann viel cooler angebracht als alles andere. So, na, dann bedanke ich mich für Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.